Hi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Legend of Zelda Ocarina of Time, ja genau. Ich vergesse den Namen. Nioru, ja, wir waren gerade in diesem Ding. Und ja, sie schenkte der Welt die Gabe der Weisheit oder so. Und ja, wer ist Farore? Sie spendete Leben und schuf sämtliche Formen des Daseins. Oh mein Gott, was ist das denn für eine Cut-Szene links? Mit nackigen Frauen und schönen Farben, nicht hässlich. Als ihr Tun vollendet war, zogen die Göttinnen den Triforce-Symbole künden noch heute. Oh mein Gott, seither ist das Triforce ein Zeichen göttlicher Probla. Das Relikt der Götter ruht nun im Heiligenreich. Im Heiligenreich. Ja, Mann, viele von euch haben mir sogar geschrieben. Ja, das Lesen muss ich ein bisschen lernen, Mann. Aber ja, egal, Mann. Ich bin voll schlecht im Lesen. Niemals darf es dem Teufel aus der Wüste gelingen, die Macht des Triforce zu erringen. Nie darf der Böse in seinem Herzen trägt das Heilige Reich betreten. Oh mein Gott, der Dämon, der den Fluch auf mich legt und mir die Kraft raubte. Mein Ende naht, das Böse nagt an meinen Wurzeln. Obwohl du den Fluch gebrochen hast, kommt deine Hilfe zu spät. Ich bin zum Sterben verdammt. Jemand. Meine Zeit ist vorüber, doch trauere nicht um mich, mache ich auch nicht. Mein Auftrag war, dich einzuweihen in die Geschichte des Hyrule. Du bist des Landes letzte Hoffnung. Ja, Mann, ich weiß, Mann, der Blubber. Mit voll der Blubber. Ja, Blubber, begib dich nun zum Schloss. Ja, wo ist das? Suche dort die Prinzessin auf, denn sie teilt dein Schicksal. Oh mein Gott. Nimm diesen Stein an dich. Er war das Begehr des Mannes, der mich mit dem Fluch belegte. Oh mein Gott! Was für ein Stein. Okay. Ja, Mann! Ja, okay. Seit wann sind Steine voll so cool und unrealistisch? Ja, Mann! Voll der unsichtbare Stein in der Mitte und außenrum so Goldzeug. Der Kokiri-Smaragd, der Deku-Baum, hat dir diesen heiligen Stein des Waldes anvertraut. Ja, ich liebe ihn auch. Die Zukunft liegt in deinen Händen, Bluba. Ich weiß, dass du die Kraft... Navi, hilf Bluba, meinen letzten Willen zu verwirklichen. Ich ersuche dich, Mann. Navi, Mann. So lebt denn nicht wohl. Und es fällt bestimmt etwas ab. Oh mein Gott! Yeah, voll die coole Animation. Okay. Das sah cool aus. Nee, eigentlich nicht. Du hast die Worte des Deku-Baumes gehört. Nur du kannst die Ruhe retten. Lass uns also zum Schloss aufbrechen, Blubber. Jemand! Mann, ich kann gar nicht. Leb wohl, weiser Deku-Baum. Tschüss. Ein schönes Leben noch. Nee. Also das da finde ich ziemlich komisch. Jemand! Stirb, du Wichser. Hör mal. Reden. Hey, Blubber. Was hast du getan? Der Deku-Baum. Ist er tot? Nee, ist er nicht. Wie konntest du das nur tun? Es ist alles deine Schuld, du Wichser. Ja, fick dich, Mann. Das hat jetzt komisch ausgesehen. Ich glaube, er ist einfach so verschwunden, oder? Ja. Ja, Mann! Okay, okay. Wo ist denn der Schlossdings da? Ich weiß das gar nicht. Okay, ich lese es einfach mal.
Haus der Zwillinge. Okay, ist bestimmt nicht richtig. Und dort oben sind Herzchen. Was machst du? Mido ist sehr aufgebracht. Ich frage mich, was er hat. Salias Haus. Okay. Oh mein Gott, ein Antivirus. So. Antivirus nervt. Ja, Mann. Kann man das... Aktion! Ja, Mann! Vielleicht muss ich ihm helfen, so reden. Mido ist sehr aufgebracht. Ich frag mich, was er hat. Stör! Okay, vielleicht muss ich irgendwie alle Steine aufheben und dann sagt ihr mir was. Ja, Mann, stirb! Stirb! Weil der hat ja vorhin probiert, diese Steine irgendwie aufzuheben oder so. Ja, Mann! Ich schenk dir den Stein, du Wichser. Mist. Okay, Mann! Sagst du mir jetzt was? Cool, da war so ein Ding. Ja, du bist doof. Ich mag dich nicht. Ich habe dir erst alles gemacht, was du wolltest. Egal. Ich denke einfach mal, da geht's. Hey, hallo, was willst du? Was? Wo gehst du hin? Zum Schloss? Wo liegt das Schloss? Keine Ahnung. Ja, von wo soll ich... Okay, ich glaube, da ist bestimmt, weil da ist so ein cooles Ding. Die Waldbewohner sollten Kokiri nicht verlassen. Okay. Oh mein Gott, wir sind voll klein. Oh, du verlässt uns? Ja, mach ich. Ja, okay. Ja. Ich wusste, dass du den Wald eines Tages verlassen würdest, Blubber. Denn du bist anders als meine Freunde und ich weiß. Sicher hast du deine Gründe. Versprich mir, dass wir immer Freunde bleiben, ja? Mein Gott, ich musste gerade so Pfefferminz-Ding nehmen. Ich möchte, dass du meine Ocarina an dich nimmst. Okay. Ah, ich glaube, das ist jetzt das zum Musik spielen. Okay. Die Feen-Ocarina. Sie ist ein Andenken an Salia. Im Gegenstandsmenü kannst du sie auf A, okay, platzieren und bla bla. Mit A und den C-Knöpfen spielst du eine Melodie. Mit B kannst du aufhören oder neu beginnen. Okay. Sie bedeutet mir sehr viel. Wann immer du sie spielst, sollst du an mich denken. Okay, mach ich. Okay, dann was ist jetzt? Nein, geh nicht weg. Mein Gott, warum sind die alle so klein? Die Brücke ist so riesig. Okay, Mann. Okay, das geht mir irgendwie viel zu lange. Hopp, hopp, hopp. So, jetzt sind wir draußen. Und da hinten ist das Schloss, glaube ich. Hylianische Steppe. Oh mein Gott, Steppe. Ja, Mann. Jetzt sind wir bestimmt wieder Blubber. Was muss ich jetzt? Ja, Mann. Oh, ich will. Ich werde noch schnell das Ding da auf. Okay, ich werde es so belegen, falls es falsch ist. Das war's. Oh mein Gott. Das ist ziemlich lustig. Okay, gehen wir weiter. Oh mein Gott. Sehr willkommen. Bist du bereit, Blubber? Ja, wenn ich. Wo kannst du mich? Es scheint, dass nun die Zeit gekommen ist, da dein Abenteuer beginnen soll. Das, was hinter dir liegt, war ein
Spaziergang im Vergleich zu dem, was noch vor dir liegt, was dich erwartet. Doch sei tapfer und verliere nie den Mut. Jemand! Folgst du diesem Weg, so gelangst du zum Schloss von Hyrule. Dort sei es dir bestimmt, die Prinzessin zu treffen. Oh mein Gott, weichst du ab und von deinem Faden und wandelst auf unbekannten Wege, so nutze deine Karte. Okay, Mann. Die Orte, die du bereits erforscht hast, mögen wie die Geisterhand in deiner Karte gezeichnet werden. Okay, drücke Start. Ja, okay, wir kapieren. Hast du alles verstanden? Ja. So sei es. Setze deinen Weg nun fort. Wir sehen uns wieder. Okay, und wir sehen uns das nächste Mal, Leute. Tschüss.